Ja, ich habe ein anderes Wort in der Predigt nämlich. Und darüber habe ich lange nachgesonnen. Heute früh kriegte ich noch eine Bestätigung im MDR-Radio. Wir hören eigentlich nie MDR-Radio früh. Musik mag ich nicht so. Aber sonntags früh, da kommt wann ist das? 7.45 Uhr, oder? 7.45 Uhr. Kommt ein Wort, eine Viertelstunde kommt eine Kurzpredigt. Heute von dem Senderbeauftragten der Freikirchen. Und der sprach über Schönheit. Und das habe ich so ein bisschen mitgehört, über Schönheit. Das ist ja auch ein großes Thema, die Schönheit Gottes. Und so, es war interessant. Ich dachte, mal sehen, was der so sagt. Und dann haben wir so schnell nicht ausgeschalten. Dann hörte ich, als ich dann so ein bisschen mich um den Kaffeetisch gekümmert habe, abgeräumt habe, und die Lomina ging ins Bad, dass jemand sagt, ja, heute, wie das Wetter ist, es wird regnen, es wird schneien, je nachdem, wo wir leben. Und das ist so Schmuddeltag. Und es ist der beste Tag, um im Bett zu bleiben. Und dann kam der andere Moderator, sagt er, genau, heute ist richtig. Also was machen wir hier im Studio? Wir hätten sollen im Bett bleiben. Und ich dachte, was für ein Wort. In unsere Zeit hinein, das ist die beste Zeit, jetzt noch im Bett zu bleiben und dann langsam Kaffee zu trinken und dann langsam aufzustehen und langsam, vielleicht, wenn man christlich ist, noch zu gucken oder zu streamen, was läuft gerade, wo ist gerade den Gottesdienst, der mir gefällt. Und dabei einen Kaffee zu schlürfen und so. Ich dachte, naja, das ist genau das richtige Wort. Ich möchte heute sprechen, Gottesdienst, Versammlung der Heiligen. Und die Frage ist ja, warum tue ich mir das an, dass ich am Sonntag früh aufstehe, vielleicht noch müde, weil ich abends lange Fernsehen geguckt habe oder von einer Party komme oder irgendwas, von einer Feier, und stehe auf und gehe los. Die Antwort liegt ja schon im Namen. Gottesdienst. Ja. Gottesdienst. Okay, ich denke, heute ist es eher umgekehrt in unserer Gesellschaft. Es wird anders verstanden. Ich gehe vielleicht in die Gemeinde, weil ich gesegnet werden will. Ich habe ein Problem, ich will gesegnet werden. Ich will auferbaut werden, deswegen gehe ich in die Gemeinde. Ich will gut unterhalten werden. Das ist in unserer Zeit immer wichtiger. Man will gut unterhalten werden, dass es nie langweilig ist. Ist auch nicht ganz so falsch, weil ich früher in die Gemeinde gegangen bin, wo ich aufgewachsen bin und als ich dann Jugendlicher war, ich habe wirklich an die Wand schreiben können, ich sterbe hier vor Langeweile. Und mein Lieblingssong war, geht hin im Frieden des Herrn. Und dann der Herr segne dich. Und das wollte ich gerne haben. Also, weil ich dachte, Segen kann nie schaden. Okay, also ich wollte gesegnet werden, ich wollte gut unterhalten werden, das hat meistens nicht funktioniert. Es muss mir was fürs Leben geben, wenn ich da hingehe. Warum soll ich sonst hingehen, wenn es mir nichts gibt? Und außerdem, ich will geachtet und wenn es möglich ist, auch wenn ich da ein bisschen mitarbeite, gelobt werden. Ja? Gut, das sind alles keine schlechten Dinge, oder? Also gesegnet werden, wer hat es nicht gerne? Und der Segen ist wichtig. Ich will auferbaut werden, ist auch gut, oder? Also, die Sabrina hat uns jetzt auch auferbaut, dass wir können zu Gott gehen, in der Not zu ihm schreien. Ich habe das erlebt, als meine Mutter am Sterben lag, wie man zu Gott gehen kann und wirklich sagt, Gott, ich bin vor dir. Und das ernstlich gemeinte Gebet, und viel ernstlicher als eine Mutter für ein Kind kann man kaum beten, wird erhört. Okay, ja, ich will gut unterhalten werden, es soll auch nicht langweilig sein. Ja, und es soll mir was fürs Leben geben, alles keine schlechten Dinge. Ich will auch geachtet werden, mal gelobt werden. Wir sollen uns auch einander loben und schauen, was laufen da so für Dienste. Alles gar nicht so schlecht, oder? Aber ist das richtig? Ist nicht schlecht, wenn du das im Gottesdienst erlebst. Aber ist das der Sinn, warum ich in den Gottesdienst gehe? Unsere Gäste, glaube ich, habe ich so gedacht, die vielleicht das erste Mal in die Gemeinde kommen, die sollten genau das erleben. Aber noch viel besser wäre es natürlich, wenn sie Gott auf einmal erleben und sagen, wow, was ist hier los? Und es kann durch die ganzen Dinge natürlich geschehen, dass sie sagen, hey, hier ist ja wirklich Gott gegenwärtig. Hier kann ich ja wirklich frei werden, Hilfe bekommen, meine Sorgen loswerden. Für unsere Gäste extrem wichtig eigentlich. Deswegen sagt Paulus auch ein prophetisches Wort in der Gemeinde. Die Geistesgaben sind so wichtig, da wirst du auf einmal überführt von einer Sache, die dein Herz berührt. Du sagst, woher wissen die das? Hier kommt einer vor, erzählt eine Geschichte. Genau in der Situation befinde ich mich. Und Gott sieht mich ja, der kennt mich ja. Wow, der ist ja lebendig. Das ist ja nicht nur so ein bisschen Religion oder christliche Ethik. Das ist ja viel mehr. Also für unsere Gäste wichtig, oder?
für uns auch nicht schlecht, wenn du ein prophetisches Wort kriegst. Alles nicht schlecht. Aber ist es der Grund, warum wir zusammenkommen? Ich glaube, dass es das Hauptthema ist, warum wir zusammenkommen. Und das war schon im Alten Bund eine andere Sache ist. Und zwar, ich lese euch drei Psalme vor. Ich will dir danken oder dich preisen und rühmen in großer Gemeinde. Also nicht allein zu Hause mit Chips vom Fernsehen und dir einen Kaffee dazu oder eine Semmel oder so. Unter vielen Volk will ich dich rühmen, loben und preisen. Weiter, Psalm 40. Ich verkündige Gerechtigkeit in der kleinen Gemeinde. Ihr müsst Buh machen. Also wenn ich Mist erzähle, müsst ihr eingreifen. Ihr könnt doch nicht da sitzen und sagen, ja, das steht in großer Gemeinde. In großer Gemeinde. Siehe, ich will mir meinen Mund nicht stopfen lassen. Ich will den aufmachen, wenn die Lieder erklingen. Herr, das weißt du. Ich will dich anbeten. Ich will hier voll dabei sein. Ich will voll eintauchen in deine Gegenwart. Deine Gerechtigkeit verberge ich nicht in meinem Herzen. Von deiner Wahrheit und von deinem Heil rede ich. Ich verhehle deine Güte und Treue nicht vor der kleinen Gemeinde. Von der großen Gemeinde. Gut aufgepasst, Helga. Klasse. Ja, dann habe ich noch einen Psalm. Psalm 27, Vers 6. Erhobenen Hauptes sehe ich dann auf meine Feinde herab, die mein Kind krank machen wollen, die mir Angst machen wollen, alles Mögliche, schaue ich dann herab. Mit Jubel bringe ich Opfer in Jahwes Zelt. Mit Singen und Spielen preise ich ihn. Und alle drei Psalmen sind von wem? Kann nur sein. Von wem? Von David. Alle drei sind von David, weil er ist im Prinzip in Anführungsstrichen der Erfinder des Lobpreises. Das können wir lesen. Der hat den Tempeldienst verändert oder den Dienst im Zelt, in der Stiftshütte. Der hat sich rausgenommen, den Dienst zu verändern und hat Lobpreis eingeführt, weil er ein Mann war an dem Herzen Gottes. Weil Lobpreis, Anbetung und Rühm, das kann Gott von dir nicht verlangen. Dann ist es eine Maskerade. Entweder ist es echt, du kommst an und sagst, ich gehe jetzt hin, um Gott zu loben und zu preisen, um ihm die Ehre zu geben, oder du lässt es sein. Er kann nicht sagen, das steht im Gesetz drin, das musst du tun. Ich will dein Herz haben, das musst du mir geben. Genau wie du nicht hingehen kannst, es hat es ja immer wieder gegeben und ein Mädchen eroberst als junger Held hier, als Kämpfer und sagt, das Mädchen gefällt mir. Und dann sagst du zu dem Mädchen, dein Herz musst du mir geben. Dann sagt die hier, da geht's wohl nicht ganz richtig, du musst mal zum Psychiater. Da musst du dir schon was einfallen lassen. Auch eine Art Anbetung und Lobpreis, verstehst du? Wie du sie erobern kannst, die hübsche Maid. Da kann ich auch Tipps weitergeben, wenn jemand hier bedürftig ist. Okay. Lobpreis, Anbetung ist kein Zufall. Es geschieht durch Offenbarung Gottes. David sah es bei den Schafen und er hat aufgepasst und dann kamen auf einmal Wölfe. Das haben wir jetzt ja auch das Problem. Wir brauchen wieder neue Davids in der Oberlausitz. Ich habe gelesen, die Oberlausitz ist der Ort mit der dicht besiedelsten Anzahl an Wolfsrüdeln, an Wölfen in der ganzen Welt, habe ich gelesen. Oder Europa. Ich weiß nicht mehr, aber mindestens Europa. Hier in der Oberlausitz haben wir die meisten Wölfe. Was für ein Sieg. Also brauchen wir neue Davids, die gegen die Wölfe vorgehen und bald auch gegen Bären, oder? Und die den Herrn loben und preisen dabei und sagen, Gott ist so gut. Ja. Der David, der kannte Gottes Herz. Das hätte, ich sag euch, die Ordnung zu verändern in der Stiftshütte ist eine lebensgefährliche Sache gewesen, wenn du die Bibel anschaust. Wer ein falsches Feuer, falsches Opfer gebracht hat, ist tot umgefallen oder so. Das können wir alles nachlesen. Und David sagt, ich führe ein Anbetung und Lobpreis, weil er kannte das Herz Gottes. Und sagt, ja, ich möchte auch dein Herz kennen. Ich möchte auch so jemand sein. Ja, er führte den Lobpreis ein. Okay, wir kommen zum Neuen ins ja, okay, jetzt war es zu viel. Jetzt habe ich ganz schnell gemacht. Manchmal geht es drunter und drüber mit der Technik hier. Ich muss ganz zurück. Ja, und hier, Apostelgeschichte 2. Die neue Gemeinde,
die sich bekehrt hat, die diese heiße Predigt von Petrus gehört hatte, die sich hat taufen lassen an den Tag. 3000 Leute. Wie haben die weitergelebt? Tag für Tag waren sie einmütig im Tempel zusammen. Da sagst du dir als guter Deutscher, die hatten wohl nichts anderes zu tun. Die hatten wohl keine Arbeit. Na? Dass sie Tag für Tag in den Tempel rennen und dort in großer Gemeinde Lobpreis haben, das Wort Gottes hören und so weiter. Was haben die? Sagt der Herr, damals, die hatten den Esel zu füttern oder zu streicheln, gut zuzureden, dann die Kuh zu melken. Und dann, was haben sie gemacht? Ja, ja. Ich glaube, das Leben war damals recht anstrengend. Aber die waren brennend, die haben Gott erlebt, die waren erfüllt vom Heiligen Geist und haben gesagt, wir wollen mehr hören. Es geht um unser Leben, es geht um die Ewigkeit, es geht um einen herrlichen Gott und wir wollen mit ihm zusammen sein. Die waren fasziniert davon, dass sie wussten, wenn wir Jesus haben, haben wir das ewige Leben. Wenn wir Jesus haben, dann gehört uns die Zukunft. Das war zuvor nicht so klar. Da wurden die Gesetze gehalten, da musste man schauen, Buße tun und hoffentlich komme ich irgendwie in den Himmel, hoffentlich schaffe ich es irgendwie. Das war so eine Art, so ein Leben, so, ja, wie wird es ausgehen? Und dann kommt die Antwort, Gott ist für dich gestorben, der liebt dich. Du kannst all deine Sünden loswerden, du brauchst keinen großen Ochsen, den du dir sowieso nicht leisten kannst, schlachten und hierher bringen, auch nicht mit einem Haufen Tauben hier ankommen und das Blut muss fließen. Jesus hat dich errettet, die waren völlig begeistert. Könnt ihr euch das vorstellen? Wir haben ewiges Leben. Hey, wir wissen, wo wir hingehen. Das ist doch die Botschaft der Botschaften überhaupt. Ja? Und so waren sie da. Sie trafen sich täglich im Tempel zum Gottesdienst. Da in diesen Hallen haben die sich getroffen. Salomos Hallen hieß das. Und dann in den Häusern zum Brechen des Brotes und zur gemeinsamen Mahlzeit. Alles geschah mit großer Freude und aufrichtigen Herzen. Das war also alles wirklich echt. Sie lobten, was haben sie gemacht? Sie lobten Gott, das ist der Gottesdienst. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk angesehen. Täglich fügte der Herr solche, die gerettet wurden, ihrer Gemeinschaft hinzu. Was für super Zeiten. Aber da, Leute, da war ein Brennen, da war eine extreme Begeisterung. Und wenn eine extreme Begeisterung ist, dann springt der Funke über. Das ist auch heute nicht anders. Ja, da wurde alles auf diese eine Karte gesetzt, das ist keine Karte, aber alles auf Jesus gesetzt und man hat gesagt, Jesus, dir wollen wir nachfolgen, ganze Sache machen mit dir und wir kommen zusammen, um dich zu loben und zu preisen. Und da war das ganze Herz drin, da war nichts anderes weiter drin, außer das. Das hat natürlich den auf Dauer nicht so richtig gefallen. Ja, die kamen zusammen, Gemeinschaft war selbstverständlich, Tempel, ja, hat man sich getroffen, in den Häusern, in Hauskreisen, da war Herzlichkeit, Freude. Ganz verschiedene Menschen mit verschiedener Prägung, Talenten, Wohlhabende und bis zu ganz Armen, die Witwen, die kamen da zusammen. Das kann man alles in der Bibel nachlesen. Was verband sie? Das Brotbrechen. Brotbrechen ist für mich das Abendmahl, Jesus in die Mitte holen. Jesus, du bist für uns gestorben. Dein Leib, wenn wir es brechen, du bist für uns gebrochen worden am Kreuz von Golgatha. Du hast alle unsere Schmerzen, alles auf dich genommen. Dein Blut hat mich reingewaschen. Ja? Alle hatten Pfingsten erlebt. Die waren alle erfüllt vom Heiligen Geist. Wow, der Heilige Geist kam auf sie und die waren einfach, der Heilige Geist bewirkt, dass Jesus die Nummer eins ist, dass er der Herr ist und dass alles andere sich unterordnet. Hat den Teufel natürlich nicht gefallen, aber es war so, was wollte er machen? Ja, da war eine Riesenbegeisterung für Gott. Da war das Erlösungswerk so wertvoll, die haben das gemerkt. Und materielle Dinge waren gar nicht mehr so wichtig. Denn wir lesen, sie verkaufen ihre Sachen. Sie meinen, verkaufe ich was, hier hast du was. Manche verkauften sogar alles. Aber die waren so leidenschaftlich, dass Materialismus hat die überhaupt nicht interessiert. Man half sich gegenseitig und dann gab es auch die Armenspeisung der Witwe. Und das konnten nur geisterfüllte Leute machen. Wer ist vom Heiligen Geist erfüllt, wer hat es drauf? Weil die Armenspeisung ist so eine Ehre, der Gott zu dienen, den Menschen zu dienen. Ja? Aber irgendwas, ach so, das gefiel dem Teufel überhaupt nicht. Ja, den bösen Mächten gefiel das nicht. Und so lassen sie erstmal Johannes und Petrus einsperren. Die haben einfach ihren Gelähmten geheilt, unmöglich. Der saß da immer in der goldenen Pforte, jeder hat sich daran gewöhnt, jeder wusste, wo er kann mit kleinen Pfennig reinwerfen und dann kommen die an und heilen den. Das geht ja überhaupt nicht, schon gar nicht im Namen Jesus, sagten die religiösen Eiferer. Und so wurden sie eingesperrt. Dann kommt Hananias und Sapphira, alle verkaufen und dann sagt Hananias zu Sapphira, weißt du was,
also ich glaube, unser Ruf leidet, wenn wir so weiterleben, wie wir weiterleben. Wir werden auch einen Teil verkaufen, einen Teil behalten, sicher ist sicher, aber wir gehen in die Gemeinde und sagen, wir haben alles verkauft. Hey, es geht auf einmal um Ehre, es geht auch um, hey, was bringt mir die Gemeinschaft, was bringt mir das? Ich will Ehre haben, ich gehe in den Gottesdienst, damit ich gesehen werde, ich will dabei sein. Ja. Und der Teufel greift dort richtig verschärft an Lüge, Stolz, Ruhmsucht. Und dann kommt es zu einem Murren in der Gemeinde. Oh, in der geistgetauften Gemeinde murrt man übereinander. Weil das sind die Witwen der Jüdischen, die werden besser behandelt als die aus den Nationen. Das kann ja nicht wahr sein. Es gibt den Murren, aber man greift dann ein. Und es gibt Verfolgung. Und die ersten sterben, der erste Märtyrer, der Stephanus, dem später Jakobus folgt. Also der Teufel ist dagegen. Und so merkt man, wie der Teufel dagegen hält natürlich, dass wir in Gottesdienst gehen, dass wir hingehen und Gott anbeten, dass das unsere Hauptmotivation ist, wie bei David. Ja. Es gibt Angriffe gegen die Gemeinde, wir können dann lesen, Korinth wird total überzogen, die Geistesgaben, und man ist zwar total brennend, wir haben ja letzte Woche was gehört über Liebe und Liebe leben und arbeiten, wie ist das, darin Gott dienen. Es gibt unglaubliche Angriffe gegen die Gemeinde. Es gibt theologische Meinungsverschiedenheiten, Streit, Spaltung, Ablehnung. Ja, und dann kommt es zu diesem Brief hier, ich habe wieder rumgeschalten aus Versehen, wa? Ich bin der Schalter. Ja, dann kommt es zu diesem Brief, Hebräerbrief 10, Vers 23, ab Vers 23. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken. Da wanken einige. Denn er ist treu, Gott, der sie verheißen hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zur Liebe und zu gutem Werk. Und nicht verlassen. Krass. Wie einige zu tun pflegen, damals schon, sondern einander ermahnen, und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Dass der Herr wiederkommt, dass sich der Tag naht, dass du vor Jesus stehst. Der Tag naht sich, das kann ganz schnell gehen. Ja, das kann ganz schnell gehen. Das Nächste, ich habe nochmal die neue evangelistische Übersetzung. Wir wollen, das finde ich nochmal ganz gut ausgedrückt, wir wollen unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn auf Gott ist, weil er treu ist, er hält, was er zugesagt hat. Und lasst uns aufeinander achten und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Deshalb ist es wichtig, unsere Zusammenkünfte nicht zu versäumen, wie es sich einige angewöhnt haben. Wir müssen uns doch gegenseitig ermutigen, und das umso mehr, je näher ihr den Tag heranrücken seht, an dem der Herr kommt oder wir zum Herrn gehen. Ja. Also das hat mich wirklich berührt. Ich weiß, wann war das? Vor 2 Jahren, da war ich in der größten Dorfkirche Deutschlands zum Gottesdienst mit meiner Ilona. Und weil wir gekommen sind, wurde die Gottesdienstbesucherzahl erhöht auf, sagen wir mal, was war es, Ilona? Ich habe es gezählt, 30. Aber in der größten Dorfkirche Deutschland mit 30 Leuten drin, und mein Großcousin, der Pfarrer, ging auch noch hoch auf die Kanzel. Es passen 2700 rein. Und als wir rausgingen, ich bin da immer berührt davon, habe ich zu ihm gesagt, wie geht's dir? Und ihm ging es total gut. Ich sage, wenn du da oben stehst, runterguckst, 30 Leute siehst, in dieser Riesenkirche musst du gucken, brauchst ein Fernglas. Dort hinten sitzt einer, dann sitzen die auch nicht alle vorne zusammen, sondern so verteilt in dieser Riesenkirche. Und da sage ich, wie war denn das? Hat man die Kirche gebaut, weil es ein Bedarf war, oder ist das so ein Prunkbau? Na, bei einem Evangelischen war das ein Bedarf. Also man muss sich vorstellen, sonntags, vor 2 Generationen, war in Kunewalde eine Dorfwanderung. Die strömten in die Kirche, du konntest nicht durch mit deinem Auto, wenn du zum Geburtstag musstest oder irgendwo hin, und sagst, so ein Quatsch, ich muss eher losfahren, bevor es läutet, 10 Minuten davor, rennen alle los, man geht ja in der letzten Sekunde, und rennen los, also die Straßen sind verstopft, wir müssen entweder früh fahren, oder auch wenn wir zurückkommen, erst dann, nachdem die wieder zu Hause sind, zum Mittagessen. Meine Oma hat das erzählt, die Kirche gerappelt voll. Gerappelt voll. Hey, was ist passiert in den paar Jahren? Was ist passiert? Ein Pfarrer
hat zu mir gesagt, die evangelischen Christen sind sowieso alle versaut. Hat ein Pfarrer zu mir gesagt. Weil die sind so geprägt, dass einige, wenn du Weihnachten, Ostern gehst und dann noch die elende hohe Kirchensteuer bezahlst, muss ich immer schmunzeln, dann bist du ein Superchrist. Und ich war ja selber so unterwegs, Leute. Ich bin alle 6 Wochen in die Kirche gegangen, weil ich dachte, bei dem musst du dich mal sehen lassen. Also ich hatte gar keinen Plan, warum man in die Kirche geht. Aber falsches Gott gibt und ich dachte, der wohnt in meiner Kirche, gehe ich alle 6 Wochen da mal hin und lass mich mal sehen. Und der Pfarrer hat mich total gelobt. Ich war einer der Treuesten. Und dass ich recht habe, dass Christen versaut sind, zeigt heute, dass heute der MDR-Aufruf wahrgenommen wurde, im Bett geblieben wurde und Millionen von Christen nicht in den Gottesdienst gegangen sind. Nicht hingegangen sind, um Gott, der uns errettet hat, anzubeten, um sich zu vergegenwärtigen, der ist ja für mich am Kreuz gestorben. Ich habe ja Vergebung der Sünden. Wir müssen das immer wieder hochholen und in großer Gemeinde Gott anbeten. Auch in meinem Heimatort, wo manchmal bloß noch einmal mein Heimatort ist mein Heimatort, wo ich herkomme. Zu meiner Kindheitszeit gingen im Schnitt 60 Leute im Gottesdienst. Da hat man immer noch Leute auf der Straße so gesehen. Jetzt hat meine Pfarrerin gesagt, ich habe da gepredigt, einmal im Monat 6 Leute. Und wenn die kommen, die Mitglied wären, da wäre die Kirche ganz gut besucht. Bin ich mir sicher, immer noch. Also was ist hier passiert? Merkt ihr, wie der Teufel kommt? Und er sagt auf keinen Fall die Anbetung Gottes. Wenn du Gott wirklich mit Herzen anbetest, das kann gefährlich werden. Und wenn du es in großer Gemeinde tust und dich Leute mitziehen, dann kann es ja noch viel gefährlicher werden. Dann können ja Heilungen passieren, Befreiungen geschehen. Dann können sich ja Leute bekehren. Das muss ich verhindern. Die sollen zu Hause sein. Die sollen zu Hause tun. Ja. Sie sollen sich damit zufrieden geben. Und das ist ein Riesenangriff auf das sogenannte christliche Abendland, was es schon lange nicht mehr ist. Da ist nicht mehr viel übrig geblieben, oder? 2022 hatten wir 902.821 Kirchenaustritte. Also es fällt nicht mehr viel, wenn man die Zahl hört, zu 1 Million. Überleg das. Die Leute sagen, das gibt mir überhaupt nichts. Warum soll ich da hingehen? Was will ich dort? Was wirklich fehlt, ist die Anbetung Gottes. Denn wo die Anbetung Gottes ist, er thront über den Lobgesang Israels. Und wir sind angefropft, er tobt drüber, wenn wir nicht bloß dastehen und warten, wenn es das bald vorbei ist, sondern uns reingeben, wie die Karin uns hat versucht, heute auch mit reinzunehmen. Verstehst du das? Und das kann mit dem Choral genauso gut funktionieren. Großer Gott, wir loben dich. Oder lobe den Herrn. Ich spiele das jeden Tag mit der Trompete, lobe den Herrn. Bevor ich überhaupt anfange, ich spiele mich ein, dann sage ich Gott erstmal was in die himmlische Welt. Lobe den Herrn. Meine Seele soll dich loben und preisen, Gott. Okay, das habe ich alles schon erzählt. Es sieht nicht gut aus. Es hat sich in 2 Generationen alles komplett geändert. Und das hat natürlich Gründe. Und ich sehe es als einen Frontalangriff des Teufels. Er triumphiert, sagt er, schau dir die leeren Kirchen an. Ich bin ja auch manchmal in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs und so. Und dann sehe ich verfallene Kirchen. Dann habe ich Leute kennengelernt, die haben als Familie sich zusammengetan oder 2 Familien zusammengetan und haben eine Kirche gerettet und machen selber dort Gottesdienst. Ich sage, klasse Leute, klasse, 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 super. Ja, in der evangelischen Kirche. Ich habe einen Pfarrer kennengelernt, 35 Gemeinden hat er. Da sagt er, naja, 35 Gemeinden, das sind dort 3, dort 10 und dort 4 und so. Und dann machen wir irgendwie rundherum mal Gottesdienst und schauen, dass jeder 1-2 Mal das Abendmahl bekommt. Krass, oder? Gefangen sind Leute in Esoterik, in Aberglauben, die glauben sonst was. Ich hatte letzte Woche eigentlich, in Trauergespräche und die sagte mir, ich war im Mittelalter eine Hexe. Sag ich, das ist ja interessant. Und wir hatten ein gutes Gespräch und ich bete jetzt für sie, gleich auf dem Heimweg. Ich habe sie freigesetzt von dämonischen Sachen und sie wünscht sich mein Buch. Mal sehen, wie Gott wirkt. Ich sage, Herr, ich übergebe es dir. Mit Hexen habe ich nicht so die Erfahrung, aber du machst frei, du begegnest Menschen und du setzt sie frei, weil sie ist überhaupt keine Hexe, sondern ein geliebtes Kind Gottes. Amen. So ist das. Ja. Aber jetzt die Frage, warum nicht zu Hause, privat?
Ja, da kann ich anständig leben. Ich kann Lobpreisanbetung machen. Das mache ich fast jeden Tag oder sehr oft. Meine kleine Box an und dann Lobpreislied rein und dann lobe ich Gott. Ich kann zu Hause Bibel lesen. Machen wir mit der Lona jeden Tag. Das kannst du mit dem Ehepartner machen, allein. Ich lese dann allein noch ein bisschen weiter. Ich kann gute Predigten hören. Wirklich mega gute Predigten. Dann denke ich mal, Herr, warum hast du mich berufen zu predigen? Es gibt so hammertolle Predigten, wenn ich Johannes Hertel höre, die Mehrkonferenz. Wow, was für eine Nahrung. Wie auferbaut werde ich? Warum soll ich in die Gemeinde gehen und mir das anhören von dem Knöfel, was der so von sich gibt? Muss ich nicht unbedingt machen, oder? Muss ich nicht machen. Ja, und das berührt mein Herz und das tut mich auferbauen, wenn ich das höre. Wenn ich im Auto unterwegs bin, dann lade ich mir was aufs Handy und dann höre ich es im Autoradio. Wow, ich höre so viel Predigten und so viele Sachen, wo ich verändert werden kann, wo ich ermutigt werde. Hey, ich brauche die Gemeinde eigentlich nicht, da kann ich eigentlich nur sparen. Strom für mein Stromauto, da muss ich ja sowieso immer gucken, dass ich bis hierher komme, wieder heimkomme und so. Und ich kann nur sparen an Geld, an Zehnten und all diesen Sachen. Ich brauche mich nicht rumärgern mit irgendjemandem. Dafür habe ich ja meine Ilona. Nein, um Freude zu haben. Ja, es gibt Parallelen zwischen Familie und Gemeinde. Gibt es große Parallelen, ihr Lieben. Wenn es um Treue geht und so Sachen, ne? Und um Liebe und so. Ja. Also alles keine schlechten Argumente, oder? Doch keine schlechten Argumente. Ja. Keine schlechten Argumente. Aber ich sage dir heute nein. Jedes Mal, wenn du zu Hause bleibst und losgehen könntest in Gottesdienst, dann sündigst du. Sünde heißt, übersetzt, na, ihr Theologen, Zielverfehlung. Dann hast du das Ziel verfehlt, wenn du zu Hause im Bett liegst, wenn du zu Hause in Ruhe frühstückst, dann hast du das Ziel verfehlt. Ich rede natürlich, dass es Ausnahmen gibt, ist jemand krank. Oder beruflich, es gibt Leute, die arbeiten in der Medizin oder irgendwo anders, ja, die können, oder bist im Urlaub, ja, oder es gibt Naturkatastrophen, es ist so viel Schnee, du kannst einfach nicht, es gibt Ausnahmen. Aber das Normale ist, ich gehe in Gottesdienst, ich will jetzt meinen Gott in großer Gemeinde loben, ansonsten sündigst du. Gott sagt, glatte Sünde, glatte Zielverfehlung. Also Sünde, ja, du machst einen Riesenfehler. Gottes Wort sagt deshalb, es ist wichtig, die Zusammenkünfte nicht zu versäumen, wie es einige sich angewöhnt haben. Wie ich es mir angewöhnt hatte. Und ich sage euch, die 6 Wochen waren schnell vorbei. Aber es lag ja daran, dass mein Herz nicht stimmte. Ich bin ja da nur hingegangen, weil ich Mitglied war und weil ich mich da auch mal sehen lassen muss. Und weil ich am Posaunenchor war, wenn der gespielt hat, war ich auch da. Und ich bin ja da nur hingegangen, um was zu kriegen, was ich nicht kriegte, weil es war so langweilig. Außerdem, der Pfarrer hat gegen die Stasi und die DDR geschimpft, das fand ich unterhaltsam. Und habe gesagt, ja, genau so ist es. Ja. Aber im größten Teil könnte ich an die Wand spritzen, außer am Heiligabend, deswegen kommen die Leute auch, Heiligabend ist sehr unterhaltsam, an die Wand spritzen, ich sterbe hier vor Langeweile, wirklich. Es war so schlimm. Und er hat bloß 20 Minuten, im Pfarrer darf er alles predigen, außer über 20 Minuten. Ja, die 20 Minuten, die waren so, es hat mich gekrabbelt am ganzen Körper. Ich dachte, es gab leider keine Handys, dass ich hätte können Handyspiel in der Zeit machen oder irgendwie surfen oder was. Das waren nur schlimme Zeiten ohne Handys. Stellt euch das vor, ohne Handys. In Gottesdienst, ohne Handy, geht überhaupt nicht. Vor allem, wenn er langweilig ist. Ja. Aber die Bibel sagt, versäumt es nicht, achtet aufeinander. Ja, das ist jetzt schwierig, lieber Bruder, liebe Schwester, zu Hause auf dich zu achten hier als Pastor. Was machst du gerade? Nicht popeln. Ich sehe es ja nicht. Was machst du gerade zu Hause? Ach, du hast gar nicht das Fernsehen angeschaltet, bist gar nicht dabei. Aber viele Grüße und Gott segne dich und begegne dir neu. Ja, also wie wollen wir aufeinander achten? Wie wollen wir einander ermahnen? Wie wollt ihr mich ermahnen, wenn ich nicht da bin? Ihr könnt nur kommen und sich ermahne dich. Udo, du kommst nicht in den Gottesdienst, ich ermahne dich. Das müsst ihr auch machen, wenn ich nicht mehr komme. Natürlich kommt er an und sagt, Udo, was hast du gepredigt? An dein Wort musst du dich messen lassen, unbedingt. Ich kann ja nicht hier rumlabern und das selber nicht leben, oder? Also wenn mir einer gesagt hätte, Udo, es kommt der Tag, wo du jeden Sonntag in Gottesdienst gehst, selbst in der Sommerpause, ansonsten hältst du es nicht aus, ich sage, du bist total verrückt. Der letzte Ort, wo ich jede Woche hingehe, ist dort in den Gottesdienst. Da gehe ich alle 6 Wochen und im Sommer habe ich Ferien. So habe ich gelebt und so habe ich gefühlt und ich kann es auch nachvollziehen. Doch dann kam Gott in mein Leben. Dann hat er mir ein neues Leben gegeben, hat er gesagt, er ist alles vergeben. Und sage mal, 3 Dinge sind passiert.
aber ich eigentlich ein viertes Ding. Ab dem Tag bin ich immer in Gottesdienst gegangen. Weil ich wollte zu meinem Gott und ihm Danke sagen. Ich wollte hingehen und sagen, ich will dich anbeten. Und ich erwarte alles, Gott, wenn ich mit dir Gemeinschaft habe. Ich kann doch nicht irgendwo rumhängen. Wenn die Gemeinde dich lobt und preist. Zu Hause mit einer Kaffeetasse. Halleluja. Und dann schlagt mir mal auf den Rücken. Ich habe Krümel im Mund. Halleluja. Also sagt immer Leute, es geht einfach nicht. Sie blieben beständig im Gebet. Und das ist ja wichtig, in der Fürbitte, in der Bewahrung. Sie blieben beständig in ihrer Bekehrung. Wir sind bekehrt und doch jeden Morgen sage ich neu, Herr, ich gehöre zu dir. Und du bist alles, was ich habe. Ich weiß, wo ich herkomme, wo ich hingehe. Und ich danke dir dafür. Ja. Bei Krankheiten, ja, wir legen einander in die Hände auf. Auch sonntags hier, kommt her. Ich möchte Gebet, wir beten für euch. Es ist so wichtig. Ja, und wir sind ein Leib mit vielen Gliedern. Ja, so sagt es ja die Bibel. Genauso wie wir sind alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib. Und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Hey, ich bin euch auf euch angewiesen. Gut, euch geht es ein bisschen schwierig, ihr seid auf mich angewiesen, das ist natürlich herausfordernd für dich, verstehe ich. Aber wir brauchen einander, unsere Gaben, unsere Unterschiedlichkeit, wir brauchen einander. Wir sind aufeinander angewiesen oder ja, es fehlt einfach ein Glied am Leib, das ermutigende Wort, das korrigierende Wort. Und genau die gemeinsame Anbetung, deine Stimme fehlt einfach, deine Gegenwart. Wir brauchen einander, auch aus der Sicht hier Sprüche 27, Vers 17. Ein Messer wetzt das andere und ein Mann den anderen. Ja, das sind deine Gaben, sind gefragt. Ein Teil deines Leibes am Sonntag zu schillen, da fehlst du einfach. Wir müssen einander auch herausfordern, andere Meinung hören. Ungerechtigkeiten stehen lassen, Verletzungen ertragen. Das ist wie Messer an Messer, Stahl an Stahl schärft sich. Du kannst dein Messer nicht mit der Butter, mit den neuen bekannten Butterpredigten, die nach deinen Ohren sind, wo du rumstriemst und sagst, das gefällt mir, das ist nach meinem Ohr. Butter, oh, das ist schön, mein Messer, Butter. Da wirst du nicht verändert. Das macht dein Messer überhaupt nichts aus, das macht dir gar nichts aus. Ach, das schöne Butter, Butter essen, Butter alleine macht, nee. Stahl an Stahl schärft sich, Stahl an Stahl. Da kommt einer, der sagt dir was, das gefällt dir gar nicht. Da kommt einer mit einem Wort, das gefällt dir vielleicht gar nicht. Da ist einer, der fordert dich heraus in der Predigt. Da ist vielleicht irgendwas und Stahl an, du gehst raus aus dem Gottesdienst. Ich habe jetzt den Herrn gelobt und gepriesen, aber was der Knöfel sich wieder rausgenommen hat, das übertrifft ja wieder mal alles. Dann freue ich mich, wenn du so denkst. Weil du warst nicht gleichgültig. Du bist immerhin ärgerlich auf mich. Da habe ich immerhin was erreicht und das ist Stahl und es reibt. Und dann kann man drüber nachdenken. Da kann man sagen, hat der recht, habe ich recht. Wir wollen ja demütig sein. Was ist? Und meistens, wenn wir das, mir geht das sehr oft so. Wisst ihr, was ihr für Stahl auch seid? Ich gehe heim und denke, was hat er wieder gesagt? Wer hat er mich wieder enttäuscht? Hätte ich nicht gedacht. Dann sitze ich im Auto und sage, Herr, ich muss mit dir reden. Er sagt, pass auf, dass du in den Graben fährst. Und vorne so schnell ist, es reicht der Strom, die bisher, da stehst du da in Laval da rum. So ist das dann. Genau. Und dann kommt der Heilige Geist und sagt, na Udo, und dann schau doch das mal mit den Augen des anderen an. Und auf einmal, verstehst du, werde ich barmherzig oder ich werde selber korrigiert. Verstehst du, was ich meine? Das geschieht nicht zu Hause, vorm Fernsehen, nicht vor deinem Handy oder irgendwo. Okay. Also wir brauchen einander. Ich muss mich beeilen. Ich hatte so viel dazu zu sagen. Ich habe auch einen Haufen Bibelstellen. Und er selbst gab den Heiligen, die einen als Apostel, die anderen als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden. Also die Apostel haben einen ganz großen Blick, dann gibt es die Propheten, das haben wir auch immer wieder, Ermutigung, Trost, Ermahnung. Dann gibt es die Evangelisten, die sind so wie ich, ziemlich geradlinig, ziemlich schwer zu vertragen, wenig Watte, sehr direkt. Also mit denen hat man immer zu tun und wenn mir ein Evangelist begegnet, oh, der fordert mich raus, wenn mir Walter Heidenreich begegnet, der fordert mich raus. Und ich fordere ihn heraus und Stahl wird Stahl.
Aber das sind die Evangelisten, ihr müsst wissen, die gehen los und hey, was du brauchst, das ist Jesus. Und wenn du dich nicht bekehrst, dann bist du wirklich ein armer Tropf. Verstehst du, was ich meine? Das sind die Evangelisten. Aber dann gibt es ja zum Glück auch die Hirten. Die haben Verständnis für alles. Ja, ich tue mich öfters mal bei den Jungen beschweren, auch gestern Abend sage ich, es kann ja sein und so. Und dann sagt der Junge zu mir, aber das musst du doch so sehen und so sehen und so sehen. Sag ich, ach Gott, ich bin zum Falschen gegangen. Oh Herr, ich muss zu jemandem gehen, der mit mir schimpft. Ah, ich finde keinen. Dann sagt der Herr, komm zu mir und dann besprechen wir die Sache. Okay, ja, die Hürden, die für die Seelsorge, Korrektur, für Hoffnung, für Beratung. Ein bisschen bin ich es ja auch, ich will mich jetzt so nicht ganz, ganz so schlecht machen. Aber okay, und dann gibt es natürlich die Lehrer. Ja, und wenn die auftreten hier, dann weißt du, der Gottesdienst geht ganz lang und der ist ganz genau und dann wird jedes i-Tüpfelchen ganz genau untersucht und was ist die Betonung und dann gibt es die 100 Parallelstellen dazu und du gehst gelehrt heraus und das ist wirklich eine wichtige Nahrung für uns, auch im Gottesdienst eine wichtige Nahrung. Aber wie gesagt, du kannst die überall heutzutage kriegen, da musst du nicht extra herkommen, ich betone es. Aber wir wollen natürlich ja tolle Nahrung auch haben. Aber du merkst, der fünffältige Dienst und wir als Leiter, als Älteste, das steht in der Bibel, weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist und achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig. Wie es Gott gefällt, nicht um schändlichen Gewinnswillen, sondern von Herzensgrund. Nicht als solche, die über die Gemeinde herrschen, sondern als Vorbilder der Gemeinde. Und das ist für die Ältesten eine Herausforderung. Zumal die Bibel sagt, wir werden Rechenschaft geben, was wir hier treiben, was wir hier machen. Okay? Versteht ihr das? Versteht ihr das? Wie soll wir Schafe vor dem Fernsehsessel leiden? Wie sollen wir sie weiden? Wie sollen wir das machen? Wie sollen wir helfen, sie zu prägen? Wie sollen wir das machen, wenn sie alle 6 Wochen oder irgendwann mal hier auftauchen? Es geht überhaupt nicht. Auch die ganze Predigtreihe, wie der Heilige Geist zeigt, unserer Gemeinde speziell, die wird verpasst. Dann hat man mal punktuell das, dann hat man punktuell das und punktuell das. Ja, ihr merkt, mir liegt es auf dem Herzen. Ich fasse zusammen. Gottesdienst versäumen ist gegen Gottes Willen. Amen. Wir haben es gelesen, Hebräerbrief. Ja, es offenbart Gleichgültigkeit. Erstens Gott gegenüber, ja, im Lobpreis, in der Anbetung, in der Begeisterung und Dankbarkeit für ihn. Und zweitens auch denen gegenüber, die den Gottesdienst vorbereiten, die 7:30 schon abgeholt werden, obwohl sie bis in die Nacht um 2 gearbeitet haben, 2:30. Die hier Lobpreis vorbereiten, die den Kinderdienst vorbereiten, die die Predigt vorbereiten, das Abendmahl vorbereiten, das Essen vorbereiten. Einfach Gleichgültigkeit gegenüber den Geschwistern, weil es ist so schön, es ist so richtig nett, nur im Bett. Stimmt aber nicht, manchmal stimmt es schön. Ja, es gibt dem Teufel viel mehr Angriffsflächen, viel mehr Angriffsflächen. Es schadet dem persönlichen geistlichen Wachstum, fördert geistliche Unterernährung. Es beraubt die Gemeinde, ist ein schlechtes Zeugnis, das will ich immer wieder betonen. Das muss passiert sein in den letzten 2 Generationen. Extrem schlechtes Zeugnis, Beispiel für die Kinder. Ich habe zu lange gesagt, wir gehen immer in den Gottesdienst, ob wir Besuch haben oder nicht. Der Besuch soll wissen, Gottesdienst ist mir wichtig, ich will den Herrn anbeten. Ich gehe in den Gottesdienst, ob wir Stress oder nicht Stress haben. Ich mache meinen privaten Gottesdienst, ob ich stresse oder nicht stresse. Aber ich hatte eine ganz, ganz, ganz stressige Woche. Aber ich habe meine Kerzen angezündet gegen den Zeitdruck, den ich hatte. Ich musste viele Dinge vorbereiten. Beerdigung und den 60-jährigen Geburtstag und all so Sachen. Meine Tante muss ich die Riesenabrechnung machen jetzt. Was ich alles machen musste. Und das steht früh auf und ist ein Druck. Ich sage, ich komm, Ilona, wir beten. Dann mein kleiner Alltag, Kerzen an, ich knie mich und sage, Herr, ich weiß eins, wenn ich jetzt bei dir bin, das weiß ich ganz sicher, geht alles leichter von der Hand. Ist natürlich eine Glaubensfrage, weil die Zeit läuft da weg. Die Stunde, die ich da vor Gott bin, die kannst du völlig anders verbringen. Schon arbeiten, losgehen, in mir ist es auch drin. Ich sage, ich schieb's jetzt weg, Gott, ich bin bei dir. Und ich lese dein Wort, ich mache das, ich glaube das, was ich sage. Ich will es glauben, hilf mir, Heiliger Geist. Morgens stehe ich auf, sage ich, komm, Heiliger Geist, du hast einen ganz schweren Fall. Aber du kennst ihn ja. Der heißt Udo Knöfel, der braucht so deine Hilfe. Aber ich danke dir, dass du da bist. Halleluja. Und dann kommt der Heilige Geist und sagt, Udo, ich sage, ich habe Stress jetzt. Sagen wir mal schnell, wie mache ich jetzt die Trauerrede? Sagt der Heilige Geist, ach, das kommt alles. Jetzt machen wir erstmal Lobpreis. Ich sage, okay. Und danach geht es mir richtig gut. Das ist wirklich der Hammer. Leute, probiert es doch mal mit Gott, ganze Sache zu machen. Okay, also ich will dir auch nicht unterschlagen, dass du das nicht machst. Wahrscheinlich machst du es ja sowieso schon. Was ich dir erzähle, ist alles, du sagst, was erzählt er mir? Mich kann ja nicht meinen. Dann ist es ja super toll. Okay,
Also schlechtes Zeugnis für deine Kinder, Verwandten und Freunde und Nichtchristen, weil die sagen, na so ernst meinen die es auch nicht. Die liegen genauso im Bett wie wir, wenn es draußen schneit und haben keine Lust. Ja. Es ist gelebter Unglauben und Ungehorsam und Unglauben. Dessen bin ich mir sicher, wenn du die Versammlung versäumst. Das Beste wäre, wenn du, das so werde ich die ganze Woche schon auf den Gottesdienst freut, wann ist wieder Gottesdienst? So war es, als die Gemeinde entstand mit unserem Hauskreis. Da haben wir alle 14 Tage gemacht und die Leute haben gesagt, das ist doch zu lange, oder wir müssen das jede Woche machen. Das kann doch nicht sein. Alle 14 Tage sehen wir uns bloß da in dem Haus. Und dann muss man das jede Woche machen. Und wir waren da mit klopfenden Herzen sind wir hingegangen, wirklich. Und sind zusammengekommen und es wuchs. Und der Herr tat einfach hinzu. Wir haben weder evangelisiert noch irgendwas gemacht. Es kamen einfach die Leute. Und der Herr hat einfach Leute geheilt. Das war die beste Werbung überhaupt. Wenn da jemand ankommt, sagt meine Zehe, und sehr lebendige Frau auch, meine Zehe war schwarz und über Nacht hat Gott ihr geheilt nach Gebet. Das hat ihm im ganzen Dorf erzählt. Also, ja, das schon, kannte viele. Ja, wohnte zwar im Wassergrund, aber ja, das hat sie überall erzählt. Okay, und es kamen immer mehr Leute zusammen. Okay, endlich wieder Gottesdienst, endlich mit den Geschwistern Gott loben und preisen, sein Wort hören, Gemeinschaft haben, einander ermutigen und segnen, aber wirklich von Mensch zu Mensch und nicht von Mensch zum Computer. Gemeinsam beten, dass der Teufel das Schwitzen bekommt und er in die Schranken gewiesen wird. Sünden, Probleme loswerden, Seelsorge auch machen, die Dinge nicht unter den Teppich kehren, Visionen, Ideen, Herausforderungen bekommen und dann gemeinsam losgehen. Wäre das nicht ideal? Amen. Okay, Herr, ich komme zu dir und ich predige aus meinem Herzen. Und ich will selber das Leben. Ich weiß, wie das ist, Herr. Es ist so die erste Liebe. Und du sagst ja im Sendschreiben auch an eine Gemeinde, hey, ihr habt die erste Liebe verlassen. Und Herr, ich gebe zu, manchmal muss ich mich rausquälen und manchmal hilft es mir, dass ich ein Pastor bin. Ich muss ja da sein, ist ja mein Job. Aber Herr, das soll mein Herz niemals so sein. Ich will kommen, um dich anzubeten. Ich will mich freuen, endlich wieder Gottesdienst, endlich wieder die Geschwister sehen. Ich will dich erheben und anbeten in großer Gemeinde. Ich danke dir für tolles Lobpreisteam, Herr. Ich danke dir für tolle Pastoren, Älteste in dieser Gemeinde, Hauskreisleiter, tolle Mitarbeiter in dieser Gemeinde. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der kommt, auch der mich herausfordert, Herr, denn Stahl, wir brauchen einander und wir können auch einander segnen und wir können Freunde sein, auch wenn wir unterschiedlich sind. Freunde auch durch deine Gegenwart, weil wir sind alles begnadete Menschen. Wir kochen alle mit Gnade, Herr. Oh Herr, komm du und erfülle unsere Herzen und ich bete für unsere Oberlausitz, ich bete für unser Land, Herr, dass Christen wieder aufstehen, dass sie gerne in den Gottesdienst gehen, dass sie sich gerne darauf freuen, um gemeinsam in erster Linie unseren Gott, dich, Vater im Himmel, dich, Jesus Christus und dich, Heiliger Geist, anzubeten. Oh komm, Heiliger Geist, auch hier in diese Gemeinschaft, auch für die, die das zu Hause sehen, dass ihr Herz berührt wird. Und sie sagen, ich will ein Anbeter Gottes sein, im Privaten, aber auch in großer Gemeinde.